Seid gegrüßt, Sternfahrer, also Astronauten und natürlich auch alle Argonauten. Aber diesmal sage ich auch blub blub Aquanauten, denn das neue DLC zu Stellaris heißt Aquatics und beschäftigt sich mit Wesen, die gerne unter Wasser leben, es zumindest lieben, in Wasser zu planschen. Aber es soll nicht nur um H2O gehen in diesem neuen Stellaris Let's Play, denn das neue Update 3.2 heißt Herbert. Okay, jetzt kann man sagen, Herbert, nicht gerade der tollste Name und aktuellste Name, so irgendwie gerade. Aber wie immer haben die Patches zu Stellaris auch einen Hintergrund, was den Namen betrifft. Der letzte Patch hieß zum Beispiel Lem, Stanislav Lem, ein berühmter Science-Fiction-Autor, und auch Herbert ist natürlich der berühmteste Science-Fiction-Autor, Frank Herbert, weil er war ein Amerikaner, soviel ich weiß, und ja, hat wohl das umfassendste Science-Fiction-Werk zumindest des letzten Jahrtausends geschrieben, nämlich Dune, der Wüstenplanet. Viele vergleichen das Werk auch von der Komplexität und Tiefe mit dem Herrn der Ringe, und er wurde oft als der Tolkien der Science-Fiction bezeichnet. Aber warum erzähle ich das Ganze? Klar, weil das Update Herbert heißt, der Patch. Aber ich möchte natürlich auch Dune huldigen. Ist ja auch jetzt vielen neu bekannt geworden, die das vielleicht noch nicht kannten, durch den Kinofilm, der sehr gut sein soll. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber bald, hoffe ich. Jetzt bin ich immer noch nicht beim Thema Stellaris, immer noch bei Dune. Aber ich bleibe noch ein wenig bei Dune, denn als Ehrung für Frank Herbert möchte ich natürlich auch einige KI-Fraktionen ins Spiel werfen, die aus dem Dune-Universum stammen. Natürlich allen voran das Haus Atreides. Die bösen Harkonnen. Die rothaarig sind und ganz fiese Dinge tun. Das Haus Ordos, nicht so ganz bekannt, mehr aus den Spielen von Dune. Wer kommt noch vor? Genau, das Haus Corino des Imperators. Zu Dune-Zeiten, so fing es ja an mit Shaddam dem Vierten. Ja, dieser KI-Kampf mit den Dune-Fraktionen tobt dann also quasi im Hintergrund. Kann ich natürlich jetzt nicht ganz so beeinflussen, obwohl es auch, ich glaube, eine Stellaris Dune Overhaul Mod gibt, aber naja, ob das dann alles mit dem neuen Patch läuft und so, keine Ahnung. Deswegen werde ich einfach nur 4 bis 5 Dune-Fraktionen reindroppen ins Spiel als KIs. Aber ich werde natürlich die Aquatics spielen, weil das ja die neue DLC-Fraktion ist, die auch viel Flavor dabei haben soll. Schöne Raumschiffe, ja, nette Gebäude, das Übliche. Also richtig so organisch, ozeanisch. Man kann da einen neuen Hintergrund wählen. Ocean Paradise, da hat man eine riesige Planschwelt sozusagen, wo man sich erstmal locker ausbreiten kann, Größe 30. Oder auch ein Hintergrund, Here Be Dragons. Eine kleine Anspielung auf die Serie The Expanse, Folge Here Be Dragons. Aber das bedeutet, glaube ich, dass Seefahrer ursprünglich unbekanntes Gewässer erreicht haben. Dann haben die wohl gesagt, hier könnten Drachen sein, keine Ahnung, unbekanntes Land. Zurück zu Stellaris, ich schweife mal ab. Ich will euch ja nicht komplett zutexten mit ungefragtem Hintergrundwissen. Ich nehme also die Aquatics und werde sie nicht Argonauten nennen, sondern natürlich Aquanauten. Und ich überlege gerade mal eben, welchen Hintergrund ich nehme, ob ich jetzt dieses Ocean Paradise, Planschi Prime, ja, ich weiß nicht, ob ich den Planeten so nenne, aber wäre ganz witzig, nehme, oder Here Be Dragons. Und da hat man einen riesigen Drachen, das Heimatsystem beschützt vor eventuellen Angreifern, also ein Space Dragon.
Aber ich weiß jetzt nicht, ob das den Vorteil aufwiegt, eine riesige Ozeanwelt zu haben. Da überlege ich gerade noch. Aber es wird wohl so sein, dass die erste Folge fast nur aus dem Spielsetup besteht. Und wir werden dann noch am Ende maximal einen Blick auf unsere neue Welt und unseren Ort in der Galaxie werfen können. Aber das eigentliche Spiel geht dann in den nächsten Folgen weiter. Und ja, soweit erstmal. So, bevor ich mit dem Game Setup anfange, würde ich noch ganz gerne eure Meinung hören zu der Expansion Nemesis, also der letzten. Da ging es ja um Spionage und die Krisenmechanik. Allerdings sind ja die Bewertungen sehr geteilt. Diese Erweiterung habe ich auch noch nicht, als einzige. Und ja, meine Frage wäre, lohnt sich das? Denn sie ist ja auch immer noch recht teuer. Ich glaube 18, 19 Euro. Viele sagen ja, also die Erweiterung sollte man sich irgendwann im Sale kaufen. Und ist nicht den Preis von 20 Euro wert eigentlich? Naja, da kann man natürlich immer geteilter Meinung sein. Aber da bin ich mir halt noch unsicher, ob ich Nemesis mit einbringe in die nächste große Partie. Da wären eure Meinungen halt dazu interessant. Okay, dann melde ich mich wieder mit der nächsten Folge und da geht es ins Game Setup. Und die Auswahl der Fraktionen, auch mit inklusive der Dune. Häuser, der Aquatics natürlich und ja, wahrscheinlich noch ein paar Zufallsfraktionen, aber mehr als 12 werden es wahrscheinlich nicht bei einer großen Galaxie insgesamt. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns zu Stellaris Aquatics unter Wasser. Blub, 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 blub.